Oh, I need to be changed. What is that? A stapler. It strengthens his teeth. Wie geht's dir so bei deiner neuen Familie? Ja. Und hast du jetzt neue Gastgeschwister? Ja. Mädchen ist 5 und mir der ist 8. Okay, und hast du dein eigenes Zimmer und so? Ja, ich habe den ganzen Keller. Okay. Was gefällt dir bei denen jetzt besser? Die sind halt viel lockerer, sind jünger, sind machen mehr lustige Sachen und unternehmen mehr. Mhm. Also fühlst du dich jetzt mehr wie zu Hause? Ja. Du kommst ja heute dann, gell? Ja, nach dem Tanzen. Ja. Und dann können wir zusammen in die Fußball, ins Fußballtraining. Ja, das ist gut. Und ist wieder noch bei uns? Kann ich machen, ja. Wenn deine Mutter nichts dagegen hat. Ich glaube nicht. Okay. Ja, ich glaube das schon. Okay. Und bei dir so? Bei den ganzen Geschichten? Ganz gut. Also ich habe keinen Streit mit denen oder so. Ich verstehe mich ganz gut. Meine Gasteltern machen ziemlich viel mit mir. Ich habe schon ziemlich viel gesehen. Was macht ihr am Wochenende? Wir wollen auf die Stockshow gehen. Okay, wo ich letztes Wochenende war. Genau. Ja, hat es dir gefallen? Das war gut. Ja? Ja. Was gab es da? Ja, da waren halt so Kühe und dann hast du die Kühe gesehen. Da waren, also, es waren so mehrere Etagen. Mhm. Und ganz unten waren dann die Kühe und da waren auch so Alpakas und Lamas. Echt? Aha. Und die haben dann die Kühe rasiert, dann war so eine Schönheitsshow oder so. Mhm. Und dann haben die halt so bewertet und dann hat man da so die Kühe gesehen und es hat dann voll gestunken. Das war aber lustig. Also mir hat Spaß gemacht. Okay. Aber es war ziemlich kalt. Okay. Und dann gibt es auch viel zu essen. Das sind Denver? Ja, das sind. Okay. Gibt es auch viel zu essen und ja, und so ganz viel Wäsche und Zeug. Okay. Kann dann so Souvenirs kaufen und ist auch viel für kleine Kinder. Gibt es auch so ein Streich und so. Und okay. Gibt es so eine Lokomotive, wo dann die Kinder reinsetzen kannst und fahren nach oben. Okay. Das ist eigentlich nicht so. Und wie läuft es mit deiner Familie und Freunden zu Hause so? Ja, mein Name ist ja schon drüber geredet, aber ich weiß nicht. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht so sagen, weil wenn es ins Facebook kommt, dann das ist auch scheiße. Okay, und kommt deine Schwester zurück? Fährst du mit ihr zurück oder weiß ich noch nicht? Das weiß ich noch nicht. Also ich würde gerne. Okay, aber deine Eltern wollen nicht? Ja, meine Eltern, keine Ahnung, warum ich machen soll. Ja, ich komme so mal wieder bei meinen Eltern und meiner Schwester. Ja, das ist schon cool. Und dann für 4 Wochen fahren wir auch. Und wo geht ihr bei uns hin? Zum Mount Rushmore. Mein Dad will dahin. Und mit dem Auto. Ja, wahrscheinlich sind wir oder so. Und an Weihnachten dieses Jahr kommt dann meine Familie nach Deutschland. Dieses Jahr schon? Ja. Meine kommen in nächstes Jahr im Sommer. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Ja. War ich mich auch schon drauf. Okay. Ja. Y así es como se hace en Alemania! So what they say, Seth, besides Mount Rushmore. Oh, they're talking about their family and Christmas time and... Christmas time? Yeah, I said that my whole family will come to Christmas. Oh, okay, yeah. Right. They went to Denver to go eat and shop or something. Yeah, I heard Denver too. Yeah, and is your family, you're coming in the summer or next? No, my host family comes year. Next summer. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, maybe. Oh, to Germany? Yeah. Are you staying here for more than a year?